Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder aus der Reihe. Ich stelle Kanäle vor auf YouTube und ich bin aufmerksam geworden auf den Kanal von Manuela Keller und zwar Manus Nagelstudio M. Keller. Ja, wie habe ich den Kanal gefunden? Ganz einfach. Ich tummel mich ja auf Facebook in vielen verschiedenen Gruppen. Und habe durch Zufall bei meiner Lieblingsfirma Aretini einen Link gefunden. Und speziell da ging es darum, dass die neue Gel-Serie vorgestellt wird. Ja, und wie ihr wisst, ich liebe Aretini. Und was macht man dann? Natürlich, man geht sofort und als allererstes auf diesen Link drauf. Und deshalb, bevor wir großartig jetzt zum Kanal kommen, möchte ich euch das gern mal zeigen. Zusammen. Ich würde euch gerne heute die neue Gel-Linie von der Firma Aretini vorstellen. Und zwar massiere ich jetzt gerade ein Haftgel ein, und zwar das Fieberbund Clear Haftgel, wasserverstärktes Haftgel. Sehr, sehr gute Haftungseigenschaften. Und das wird ganz normal das Haftgel einmassiert. Ja, meine Lieben, und ich habe auch, entschuldigt bitte, ich habe auch diesem Kanal von der Manu ganz schnell aufgrund nur von diesem Video ein Abo dagelassen, da ich sehr, sehr angetan war von der Natürlichkeit. Ich bin ja ein Mensch, der sehr kritisch ist. So jetzt, was für mich im privaten Leben ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich bin einfach nicht der Mensch, der überall gleich Joche und Juhu und Hurra und schreit. Nein, ich hinterfrage, ich schaue öfters an. Ich habe auch schon viele Kanäle geliked, abonniert und wieder deabonniert, weil mir einfach ja im Nachhinein so verschiedene Sachen aufgefallen sind. Das ist hier bei Manu nicht der Fall. Ich mag ihre Stimme. Ich mag ihren Dialekt. Ich mag es, dass sie sich nicht verstellt und einfach so redet, ohne gestellt dazukommen und zu sagen, ja, ich durfte und konnte und hatte und hi und hu und hot. Nein, sie spricht einfach ganz natürlich und bringt die Sache, ohne großartig drumherum zu reden, einfach auf den Punkt. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ich habe natürlich der lieben Manu auch meine Fragen gestellt. Sie war ganz angetan davon. Im Moment hat die Manu 105 Abonnenten. Ich bin eine davon und nein, ich werde das Abo auch hier nicht beenden. Was zeigt uns Manu? Ja, Manu zeigt uns verschiedene. Ich gehe mal auf die Videos, da ist es ein bisschen schneller gezeigt. Ihre Lieblingsfarbe bei den Handschuhen auf alle Fälle. Durchgängig pink. Finde ich ganz gut. Überall pink zu sehen, habe ich kein Problem mit. Nun hat mich die Manu natürlich auch gefragt, was sie tun muss, sage ich ja ganz einfach, mir ein paar Fragen beantworten. Das ist nicht viel. Ihr kennt die Fragen alle schon. Und ich, ja, habe jetzt ein kleines Problem. Ich habe mal die Fragen nicht ausgedruckt. Das heißt, ich muss die euch jetzt. Nein, ich habe die natürlich nicht im Kopf. Ich muss die natürlich euch immer wieder mal mit vorholen. Das sollte aber nicht so das Problem sein. Denn ich habe ja alles hier. So. Jetzt suche ich mir schnell die Fragen. Und dann geht's auch schon los. Ich habe gefragt, wie immer. Huch, jetzt kommt mir hier erstmal mein Netzteil entgegengeplumpst. Das sollte natürlich nicht so sein. Meine erste Frage an die liebe Manu war, wie immer,
Wie lange insgesamt machst du Nägel? Ja, die Manu beantwortet das wie folgt: 10 Jahre lang, seit 2006, mache ich Nägel. Ich habe sie nach einer Ausbildung gefragt oder Schulung. Sie beantwortet das bei ABC Nähstore, Frank Schäberle, damals, aber immer wieder bei verschiedenen Schulungsleitern. Sie hat bis jetzt ca. 18 Schulungen und bietet inzwischen im kleinen Rahmen auch Schulungen selber an. Das ist natürlich sehr interessant, denn wie ich festgestellt habe, kann die Manu richtig gut erklären. Ja, ich gebe euch mal hier einen kleinen Einblick. Zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne Feilen an kurzen Nägeln zeigen. Und zwar feile ich als erstes vorne ein bisschen die Form. So, das war's zu diesem Video. Ja, die Manu ist halt, was ich so gesehen habe bei diesem Kanal, ist es eben nicht typisch nur Design. Nein, die Manu geht auch auf Theorie und Praxis ein. Das heißt, wenn sie eins ihrer, ich sag mal, Lehrvideos, ist es ja nicht richtig, aber wenn sie eins ihrer Videos veröffentlicht, dann hat das schon Hand und Fuß. Ich bringe mal hier ein zweites. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch gerne zeigen, wie ich die Modellage gestalte mit den neuen Produkten von Und das finde ich besonders interessant, weil sie nämlich hier auch verschiedene Firmen und verschiedene Techniken dann zeigt. Das heißt, nicht jedes Gel ist gleich, das wissen wir alle. Und da ist es besonders schön, wenn sie zeigt, dass man mit zum Beispiel einem Fiber- oder Fiberbond von Aretini den Aufbau anders modelliert, wie mit einem Einphasengel oder einem Aufbaugel von irgendeiner anderen Firma. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und da hat sie auch schon sehr schöne Kommentare unter ihren Videos. Das soll es aber noch nicht gewesen sein, denn jetzt geht's weiter. Wie entstand ihr Kanalname? Ja, das ist ganz einfach. Kanalname ist gleich Studioname. Und das sagt uns auch aus, dass die Manu im reellen Leben ein Nagelstudio hat. Finde ich ganz toll, wenn die Nageldesignerinnen mit ihrer eng bemessenen Zeit in ihrem Berufsleben sich dann auch noch Zeit für uns nehmen und uns ein paar Videos zum Lernen online stellen. Was war dein erstes Video auf YouTube? Ja, vor 6 Jahren Smile linear perfektionieren, aber nur 5 Videos einfach so. Bis Januar diesen Jahres nichts mehr. Da das erste dann die Verlängerungsmethode. Ich finde es gerade leider nicht. Also es heißt sozusagen, die Manu hat mal eine lange Zeit kein Video veröffentlicht und jetzt erst seit Januar ist sie wieder im YouTube-Alltag angekommen. Was will sie, beziehungsweise meine Frage, warum eigentlich Videos mal was anderes zum Studioalltag machen? Das stimmt allerdings. Was willst du mit deinen Videos erreichen? Spaß haben und viel erklären. Das kann sie allerdings sehr gut. Wo ich bei aber wieder sagen muss, dass wenn man ihre Videos schaut, sie schwenkt nicht zwischendrin ab, sie kommt nicht von Hund nach Kunz, von Müller zu Schmidt, sondern sie bleibt schon bei dem einen Thema. Erklärt das auch, wenn es nötig ist, etwas ausführlicher, aber nicht so, dass es langweilig wird. Dann hatte ich mal so gefragt, wie ihr wisst, bin ich neugierig, ist die Monetarisierung, sprich Geld mit Videos, eine Option für dich? Ja, gerne, aber ich weiß nicht, wie die Monetarisierung funktioniert. Finde ich gut, ich nämlich auch nicht. Und da sie erst 70, die Fragen waren schon ein bisschen länger bei ihr. Und bei mir natürlich auch eher abgesendet, ist klar.
Also bei der Abonnentenzahl, wie sie jetzt hat, wird es noch nicht gehen. Also monetarisieren kann man, aber es lohnt sich halt nicht. Ne? Warum sie Nägel macht, habe ich gefragt. Nägel ist mein großes Hobby, Leidenschaft, das ich geschafft habe, zu meinem Hauptberuf zu machen. Es macht mir mega Spaß, die Kunden glücklich mit Gel, Fingernägeln und Designs zu machen. Ja, das ist natürlich der größte Ansporn, den ein Nageldesigner haben sollte. Nicht, dass Arbeit Arbeit ist, sondern dass man einfach Spaß an diesem Beruf hat und Kunden glücklich macht. Es gibt so viele Leute und Menschen unter uns, die einfach aufgrund von Krankheit etc. pp. Keine schönen Fingernägel haben und dafür bei diesen Menschen dann ein Lächeln im Gesicht zu sehen, ist einfach das Schönste, finde ich. Ja, dann haben wir hier zum Beispiel auch was, wo ich immer wieder erstaunt bin. Nämlich, ich zeige euch mal den kleinen Ausschnitt hier. 4D. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem Designvideo von mir. Ich möchte euch gerne nochmal die 4D-Plastilinhose zeigen. Das letzte Video ist leider Gottes nicht so scharf und gut geworden. Deshalb möchte ich es euch gerade nochmal zeigen. Und zwar mit dem 4D-Plastilingel von Tremels. Das ist eine ganz, ganz dicke Paste. So, ich möchte aber auch jetzt nicht vorgreifen, weil ihr sollt euch ja auf Manus Kanal richtig schön austoben können. Deshalb schalte ich wieder zurück und mach mal einfach mit meinen Fragen weiter. Würdest du eine Kooperation mit einer Marke eingehen? Das war die neunte Frage. Kooperation, ja. Ich arbeite im Alltag mit Aretini. Ne? Da habe ich jetzt auch Testset bekommen zum Vorstellen. Das ist natürlich schön. Haben aber auch viele andere bekommen. Ach Mensch, nur stell dein Licht nicht unter den Scheffel, liebe Manu. Ich habe Videos darüber gemacht. Farben habe ich von mehreren Firmen und früher hatte ich auch mit anderen Firmen gearbeitet. Wenn jemand auf mich aufmerksam kommen würde gerne. Bin aber von Aretini überzeugt, habe aber keine Kooperation mit denen. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mit deiner bevorzugten Firma eine Kooperation kriegen könntest. Das ist ja eigentlich auch für viele eigentlich von uns. Eigentlich zweimal in einem Satz ist blöd, sorry. Es ist für viele sicherlich eine wünschenswerte Sache. Nummer 10. Ja, wir sind schon fast am Ende der Fragen. Welche Ausrüstung zum Nageln hattest du zu Beginn und welche heute? Nummer 10. Wie hat's Ausrüstung damals zum Hobbynageln angefangen? Mit Emma Nails, heute Gele Aretini, davor ABC Nails Duo und UV-LED-Gerät Rockstar Nails, diese Turbolampen. Ja, die hat die Testing Queen mal vorgestellt. Richtig. Ja, wie geht's weiter? Verlosung auf deinem Kanal, ja oder nein? Das war meine 11, wenn ich richtig liege. Verlosung klar, wenn ich was zum Verlosen bekomme. Oder wie sollte das gemacht werden? Ja, da wurde ich gerade von meinem Telefon unterbrochen. Also entschuldigt bitte. Ich hatte die Frage gestellt nach Verlosung. Ja, Verlosung. Ich denke, dass eine Verlosung, wenn man nicht gerade einen Sponsor hat, dann immer so aussieht, dass man so verschiedene Sachen, entweder man hat mal was doppelt gekauft oder versehentlich gekauft, oder wir jetzt, die wir Tauschpakete machen, einfach so weitergibt, oder man sagt sich zu einem speziellen Anlass, dass man hergeht und mal was Kleines extra kauft und dann eben eine Verlosung macht. So war das eigentlich von mir gemeint. Man kann natürlich auch, es gibt viele YouTuber, die machen das auch schon, beziehungsweise machen das schon länger, wenn sie kooperierende Firmen haben, die dann mal so Geschenkpakete beziehungsweise Verlosungsset den YouTubern zur Verfügung stellen. Finde ich auch eine klasse Sache. Und ich habe ja selber schon mal
über eine liebe YouTuberin so ein Geschenkset bekommen zum Verlosen. Aber das ist eine ganz andere Sache. Meine nächste Frage war eigentlich, Moment, jetzt bin ich ja ganz falsch. Bevorzugte Technik, Gel oder Acryl? Ganz kurz und knapp, Gel. Ja. Mit wem, mit was filmst du heute und womit hast du angefangen? Und die Frage fehlt. Ach nee, da oben ist sie. Hier ist ein bisschen übergerutscht. Ich filme mit dem Handy, Samsung. Früher hatte ich mal einen Camcorder, aber die machten schlechte Videos. Und habe erst seit diesem Jahr, Januar, richtig angefangen, um regelmäßig Videos zu machen. Ich finde, dass manche Samsung-Handys recht gute Filme machen. Ich habe ja auch mit meinem Samsung angefangen, von daher kann ich das nur befürworten. Nur dann sich eine Ausrüstung, so eine große, kaufen, wenn sich's wirklich lohnt, dann. Ja, meine Lieben, das war's schon zum Fragen und theoretischen Teil. Was gibt's noch so zu sagen? Als ich in den Kontakt mit der lieben Manuela getreten bin, war das gleich in herzlicher Kontakt, in freundlicher Kontakt. Unvoreingenommen, muss ich sagen. Und das liebe ich. Ja, das ist der Kanal, den ich euch diesen Monat gern ans Herz legen möchte. Ich zeige euch auch jetzt nicht noch mehr Videoausschnitte, da ich euch schon etwas gezeigt habe. Ich kann euch den Kanal nur ans Herz legen bei gewissen Fragen und theoretischen Sachen. Kann euch die Manu auf Garantie weiterhelfen? Schreibt sie ruhig an. Sie ist eine Nageldesignerin mit Herz und Seele, die es einfach verdient hat, hier auf YouTube noch ein bisschen bekannter zu werden. Liebe Manu, ich wünsche dir viel, viel Erfolg hier auf YouTube. Ach, YouTube. Oh mein Gott. Liebe Manu, ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg hier auf YouTube und freue mich, dass wir uns auf diese Art und Weise kennengelernt haben. Wünsche dir alles Liebe, wünsche dir einen guten Monat und immer viel Erfolg und dass dir dein Spaß am Nägel machen und den Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern weiterhin erhalten bleibt. Ich danke, dass ich deinen Kanal vorstellen durfte. Meine lieben Abonnenten, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch ebenfalls einen schönen Tag. Jetzt habe ich mein Sprüchlein komplett umgemodelt. Sorry, das wollte ich jetzt nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Eure Katrin. Tschüss.